Einige Tage später hat am Gasthaus am Silbersee Ausstatter Floh das Regiment übernommen. Mit einem frischen Anstrich, einem Großputz und neuer Wanddekoration laufen die Umbaumaßnahmen auf Hochtouren. Zurück im schönen Kritzendorf. Eins kann man ja sagen, immer schönes Wetter. Ich weiß nicht, ob die das irgendwie gebucht haben oder Karma-Punkte haben, wie auch immer. Ja, wo sind die alle hier? Ich will mal gucken, was Sache ist. Haha, habt ihr gemerkt? Umbauexperte Flo nutzt die Terrasse für Restaurationsarbeiten. Flo, grüß dich. Hi, na, wie läuft's hier? Gut, ganz gut. Kräftig am Entrümpeln, die Familie. Gut, dann sind drin? Die sind drin. Auch Poldi pinselt wie ein Weltmeister. Hey. Hallo. Boss. Hey, grüß dich. Warst du mal Friseur? Warst du mal Friseur? Nee. Doch. Nur Bartschneiden. Bartschneiden. Sieht gut aus. Das sieht gut aus. Ja. Ja, ja. Was machst du da? Bisschen streichen. Ja, ihr habt ja gearbeitet, Kinder. Ach, guck mal hier, das gute Stück. Ja. Wie geht's dir? Ja, danke, gut. Ja? Ja. Wir sind fleißig am Arbeiten. Mhm. Wie geht's deinen Kindern? Ja, sehr stressig. Aber sie beißen sich durch. Okay, die Jungs sind da drin? Ja. Alles. Die Gasthausküche strahlt inzwischen mit der Sonne um die Wette. Gut ausgestattet war sie schon, aber nun blitzt und blinkt sie auch wieder. Jungs! Morgen! Na, ihr habt mich doch vermisst, oder? Natürlich! Natürlich! Morgen! Hallo! Na, wie geht's? Ja, gut. Gut? Wow. Die Jungs haben ganze Arbeit geleistet. Das kann auch was, ne? Schön. Sauber ist es hier. Letztes Mal war ich schon zum Schluss dann schon ein bisschen enttäuschend, dass halt wirklich nur Kritik üben konnte. Aber ja, jetzt bin ich glücklich, dass ich endlich mal mich loben konnte. Hey, was ist denn los? Nein, ist ja alles gut. Ja? Was ist, nee, jetzt immer. Was? Also ein bisschen nervös. Warum ein bisschen nervös? Weil ich Angst habe, dass wieder irgendwas falsch ist. Der Jungkoch ist in seine Rolle immer noch nicht hineingewachsen. Ich wünsche mir, dass der Frank mir mehr Selbstbewusstsein gibt, mehr Selbstvertrauen. Aber nur mit Fehlern kommt man im Leben weiter. Das stimmt, ja. Weißt du, was eine Schande ist? Fehler nicht zuzugeben. Aber Fehler zu machen, ist keine Schande. Mhm. Haben wir uns da ein für alle mal verstanden? Ja. Gut, ihr hattet Hausaufgaben auf. Ja. Speisenkarte? Ja. Haben wir diesmal nicht alleine gemacht, sondern auch mit dem Chef uns zusammengesetzt. Ich habe auch nicht gesagt, dass er das alleine machen soll. Ich habe auch nur gesagt, dass er es machen soll. Und wenn man sich Hilfe holt von Leuten, die es besser können oder die einen beraten, mache ich auch. Hm? So, Rindsuppe mit Gemüse, Leberknödel, Lauchcremesuppe, Wiener Schnitzel, Butterschmalz, Wiener Schnitzel, Pasta nach Art des Hauses, Spaghetti mit Gemüse aus der Region, Grünsalat. Ja, was ist das? Ist das eine Tageskarte? Das wäre eine Wochenkarte, sodass wir schauen, dass wir immer frische Lebensmittel einkaufen. Wir schauen, dass wir regional und aus der Umgebung unsere Bauern unterstützen. Alles, was saisonal ist und den Gästen eine Vielfalt bieten, sodass wir eine Speisekarte haben, die wir wöchentlich wechseln können. Und eine Saisonkarte, wie zum Beispiel die Wildkarte. Ich finde, das ist ein großer Schritt nach vorne. Okay. Extrakarte würde ich aber nicht machen. Okay. Ich würde eine Wochenkarte machen, wo die Wildzeit einfach mit integriert ist. Mhm. Ja, und dazu okay. gibt es dann drei Weinangebote, ja. Shoppenweise, zu dem Essen ausgesucht. Perfekt. Gut. Also ich finde das gut. Küche ist sehr sauber. Herzlichen Glückwunsch dafür. Wirklich richtig, richtig gut. Es riecht auch nicht mehr. Also top. Oder gefällt es euch? Super, ja. Oh ja, der ganze Druck ist jetzt weg, vor allem wenn man kommt in die Küche hinein und denkt sich, na, ich muss nicht putzen, es ist sauber, man fühlt sich wohl, wie du schon gesagt hast, wie in seinem Wohnzimmer, man kommt gern hinein. Ja. Und so sollte es sein. Habt ihr euch auch über eure Arbeitsteilung Gedanken gemacht? Wir haben beschlossen, dass am Wochenende, so gut es geht, uns die Plätze auf zwei aufteilen, dass jemand vorne ist, annonciert und Suppen ausgibt, einer, der hinten ist und die Speisen vorbereitet und angrillt und wenn die Speisen fertig sind, beide Suppen nach vorne, beide anrichten, alles rausschicken und der wechselt.
passiert halt immer wöchentlich, monatlich, je nachdem. Und der da vorne ist, macht auch Salat und so. Nein, da haben wir den extra Salat. Da haben wir die Küchenhilfe, die Salat und für die Abwasch zuständig ist. Zu 80% hat es bei uns nie funktioniert wegen der Arbeitseinteilung. Und jetzt haben wir, der Luki und ich, haben uns das in unseren Augen sehr gut ausgemacht. Und das wollen wir auf jeden Fall so weiterführen und immer so einhalten, dass es zu keinen gröberen Problemen kommt. Hört sich erstmal gut an, muss aber auch so gelebt werden. Ja. Ja, dann macht das, was ihr machen müsst. Jetzt gehe ich erstmal mit Papa reden. Ja. Denn ein Problem steht noch im Raum. Wie sieht's aus? Ja, ich bin zufrieden. Ich glaube an diesen Laden hier. Ich finde das stark hier. Aber die Geschichte, die euch alle geprägt hat, ne? When I will fall apart, I fall alone. Die muss zu Ende gearbeitet werden. Sonst ist das hier ein Fass ohne Boden. Der Junge wird sich hier auch mit Stress auseinandersetzen müssen. Und wenn der dann immer noch emotional so verknotet ist durch dieses private Familienschicksal, dann glaube ich nicht, dass das mit der Konstellation klappen wird. Der Lukas ist im Prinzip noch immer sehr labil. Man kann das nicht wirklich einschätzen, wann und wie das funktioniert. Er hat auch kein Selbstbewusstsein. Weißt du, du bist hier immer noch der Boss, ne? Und du musst hier mit gutem Beispiel vorangehen. Und ich möchte, dass du anhand der neuen Speisenkarte auf jeden Fall für morgen die Kalkulation anhand dieser Karte schon mal durchgehst. Ich will nämlich, dass wir da für euch, dass ihr da in Zukunft auf dem grünen Zweig seid. Ja. Ich brauche dich, okay? Ja. Ich brauche dich. Mhm. Ich brauche dich, deine Jungs brauchen dich. Das muss hier auf einen, muss seriös aufgestellt werden. Ich habe auch für morgen schon was organisiert. Mhm. Ich werde mit Lukas morgen mal wegfahren. Ja. Wohin, sage ich euch allen nicht. Und um einfach mal, ja, vielleicht hat er ja irgendwo eine Lunte, die man anzünden kann, damit er fachlich und persönlich ein bisschen explodiert. Mhm. Wäre natürlich super. Gut. Es geht jetzt wieder hoffentlich bergauf. Und wir werden alles dafür geben, dass wir damit jetzt auch durchkommen. Familiär und mit allem drumherum halt.